Hallo, ich bin Daniel für Geeks Live Luxemburg und ich bin jetzt auf der JCon und ich bin hier zusammen mit dem Herrn Thomas. Wie noch? Richter. Thomas Richter, und du richtest über die Leute mit deinem Schwert hier. Was machst du? Ich komme vom Sportverein von Duttweiler. Der gehört zu Saarbrücken und wir machen Kendo. Das ist ein japanischer Schwertkampf, der basiert auf den Traditionen der Samurai. Und wir sind heute hier, um uns vorzustellen. Wir geben Workshops, machen eine Vorführung von dem, was wir so machen. Ja. Wie lange gibt es euren Verein schon? Laut Plakat seit 1882. Aber ich denke mal, dass Kendo noch nicht so lange in dem Verein angeboten wird. Okay, das heißt, ihr macht auch noch andere Sachen außer Kendo. Ja, genau. Ist halt ein ganz normaler Sportverein, was so asiatische Kampfsportarten angeht, glaube ich noch. Judo zum Beispiel, Karate, glaube ich. Wie bist du zu dem Ganzen gekommen, zum Verein, eben auch zum Kendo, dass du sagst, ich will dann jetzt Kendo da machen? Ich habe durch diverse Freunde und Bekannte halt relativ viel von Japan und der Kultur so mitbekommen, auch über Mangas, Animes und so. Interessiere mich auch für japanischen Motorsport und irgendwann war dann so für mich der Punkt, an dem ich dann gesagt habe, gut, ich will Sport machen, um fit zu werden, ein bisschen was für mich zu tun, und bin dann mehr oder weniger durch Zufall zu Kendo gekommen, habe es mir dann hier im Verein mal angeguckt und fand das von Anfang an super interessant und super toll, sodass ich dann gesagt habe, gut, da bleibe ich dabei, das gefällt mir, das ist mein Ding. Jo. Ist das dann wirklich eine Lebensphilosophie, wo du hast oder wo ihr generell im Verein habt, oder machst du das einfach nur aus Spaß? Also Kendo ist schon sehr rituell und spirituell und es ist auch ein Stück weit stärkt den Charakter, also ein bisschen auch eine Lebensphilosophie, und man muss viel Zeit für investieren, aber es macht halt auch schon Spaß. Okay, wenn man euch irgendwie erreichen will per Facebook oder ich weiß nicht, vielleicht habt ihr einen YouTube-Channel oder irgendwie eine Homepage, wie und wo kann man euch erreichen? Also man kann es auf jeden Fall auf Facebook erreichen, das ist die Seite vom ATVD, also vom Allgemeinen Turnverein Duttweiler, da gibt es eine Rubrik Kendo, das findet man auch, glaube ich, unter ATVD Kendo. Es gibt auch eine Webseite, dann ja, einfach nach mehr oder weniger dem gleichen googeln, da kommt man da auch drauf. So findet man uns im Internet. Okay, ich danke da. Schönes Gespräch. Dankeschön. Tschüss. I'm not your fucking test.